السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، heute werde ich über Al-Ahwash, ihre Geschichte und ihr Glaube. Die Geschichte der Habashis, meine Brüder und Schwestern, eine neue Gruppe ist in letzter Zeit aufgetaucht mit ehrgeizigen Gedanken und einer Vielfalt an Regeln. Diese Gruppe wird in Bezug auf ihren Führer Abdullah al-Harari Al-Habashi, Ahbash genannt. Er kam aus Äthiopien, Habasha, in den Libanon. Darum nannten sie ihn Al-Habashi. Er verließ Addis Abeba, nachdem er dort eine Fitna machte, die Qulub-Fitna genannt wird, die politisch analysiert von Walid Abdul Basit sagte, die Ahbash-Bewegung vertritt einen Mann der Religion, der 1950 in Beirut ankam, in dessen Name Abdullah al-Harari ist und von dem al-Ahbash oder al-Habashi gesprochen wird. Al-Habashi war in seinem Land ein Rechtswissenschaftler, bis er von dem Kaiser Haile Selassie verbannt wurde. Er kam dann nach Beirut und nahm seinen Wohnsitz in einer der Gegenden von Musaytiba ein. Anfänglich ging Al-Habashi auf Gruppen von Kindern zu, die in Straßen spielten. Er spielte mit ihnen wie ein Kind und in ihren Pausen unterhielt er sich mit ihnen über Religion. Das ist ein Zitat von Al-Manar Zeitung, 9. Dezember 1992. Die Ahbash, meine Brüder und Schwestern, haben eine gewaltige Treue für ihren Führer Al-Habashi, bestreiten nicht, was er sagt. Und sie handeln nach seinen Regeln, selbst dann, wenn sie sich von allen islamischen Rechtsgelehrten unterscheiden. Sie diskutieren überschwänglich und verstoßen gegen die Rechtsgelehrten. Sie streiten regelmäßig Kalam ab. Und Kalam ist hier die Gotteslästerung durch das Diskutieren verschiedener Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala und den Versuch, dies mit Bezug auf menschliche Erfahrung zu erklären. Und beschreiben dies als die Wissenschaft des Monotheismus. Die Ahbash erschienen zuerst in Beirut, in Libanon, tauchten dann in verschiedenen Ränder der Gemeinden ein, bis sie anfingen, sich allmählich zu vervielfachen. Sie haben viele Mitglieder außerhalb des Libanon, in Orten wie Syrien, Dänemark, Amerika, Frankreich, Australien, Kanada und die Ukraine. Als er in den Libanon kam, vergaßen seine Anhänger dort seine Geschichte. Und er machte dort im Libanon genau das weiter, was er vorher in Äthiopien gemacht hat. Stimmst du bei irgendeinem Problem nicht mit ihm überein, wirst du automatisch ein Kafir sein. Er sagte, dass die Al-Ikhwan, Al-Albani und Ibn Baz Kuffar seien. Ibn Taymiyyah sei Kafir und Murtad und Zindiq. Und er bat seine Anhänger, die Bücher Ibn Taymiyyahs zu verbrennen. Imam al-Dahabi habe eine niederträchtige Haltung. Sayyid Sabiq sei von den Majus, die Leute, die das Feuer anbeten. Und auf der anderen Seite lobt er Jamal Abdul Nasser, weil er Sayyid Qutb hinrichten ließ. Er bat seine Anhänger, jeden, dessen Glauben anders ist als ihr Glauben, anzugreifen.
und fragt andere, meine Brüder und Schwestern, warum sie Libanon verlassen haben. Versucht ihre Radio zu hören und seht, wie sie Sheikh Mohammed al-Juzu beschreiben. Sie beschreiben ihn als unanständigen Mann. Vor allem diesen Dingen, vor all diesen Dingen können wir nicht feststellen, dass er oder seine Anhänger etwas gegenüber den Batiniyya unternahmen. Was er jedoch in einer seiner Schriften tat. Er ermutigte die Leute, die Hilfe von Ahlul Bayt zu erbitten. Es gibt kein Problem zu sagen, O Ali oder O Al-Hussein oder Ja Ali, Ja Hussein. Sei sie das erste Mal erschienen, haben sich die Ahbash an vielen Konfrontationen und Streitigkeiten und zahlreichen Debatten mit vielen Rechtsgelehrten, Studenten und Menschen allgemein beteiligt. Sie führen in dieser Weise fort, bis ihr verrücktes Schema aufgedeckt wurde und ihre Absichten für jeden gesunden Menschen oder jedem, der ihre Gotteslästerung hört oder bezeugt, deutlich wurde. Die Ahbash, meine Brüder und Schwestern, behaupten, dass sie die Aufrechterhaltung der Ahlus Sunnah wal Jama'ah, das heißt die Lebensweise des Propheten sallallahu alaihi wasallam, seien und dass sie die Schafi'in oder die schafi'itische Schule angehören und dass sie die Regelung ihres Führers nicht von den Schulen abweichen, die von den Anhängern des Sunna und der Jama'a anerkannt sind. Sie haben dies in einem Interview mit Majalla al-Magazin, Ausgabe 679 ausgesagt, wo sie behaupten, wir bilden eine islamische Berufung, indem wir die Art und Weise der Leute des Sunna und Jama'a und besonders der Schule von Imam al-Shafi'i rahimahullah aufrechterhalten. Von diesem Standpunkt aus stellen wir eine traditionelle Berufung dar, wie Imam Shafi'i rahimahullah eine Säule der rechtschaffenen Imams vergangener Zeit war. Al-Ahbash, meine Brüder und Schwestern, gab auch einige seltsame Fatawas für seine Anhänger. Er erlaubte Ar-Riba. Einige sagten, dass er Jude sei. Jedoch gibt es keinen deutlichen Beweis dafür, doch er hat zumindest, was er aufweist, sehr viele unanständige Haltungen gezeigt. Meine lieben Brüder und Schwestern, kommen wir zu einem wichtigen Punkt, nämlich der Glaube der Habashi. Die Ahbash behaupten, dass sie Schafi'i folgen. Um darüber sicher zu sein, lass uns ihren Glauben betrachten, ob sie Aschafi'is Glauben folgen oder nicht. Erstens, sie äußern die Bedeutung der Eigenschaften Allahs. Doch Aschafi'i genau, wie alle Ahlus Sunnah, glaubt an die Eigenschaften Allah, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie in seinem Buch und in der Sunnah seines Gesandten erwähnt, ohne jede Veränderung, Austausch oder Verunstaltung der Bedeutung. Und seht, was Al-Habashi und seine Anhänger über Al-Istiwa sagen. Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, das ist der Vers. Der Alabama istawa, nämlich erhob sich über den Thron auf eine Weise, die seiner Majestät entspricht. Surat Taha, Surat 20, Vers 5. Was die Ahbash über die Bedeutung dieses Wort Istawa sagen, ist, dass die Besitznahme des Thrones bedeutet. Dies bedeutet, dass es einen Gott vor Allah gab. Dann besetzte Allah den Thron von diesem ersten Gott, was kein Muslim glauben oder annehmen wird. Die Bedeutung von Istawa kennt jeder Muslim. Es bedeutet, dass er subhanahu wa ta'ala sich erhob über. Es gibt keine weiteren Einzelheiten, wie zum Beispiel wie. Wenn einer sagt, sich erhob über, dann gibt es keine Einzelheit, wie zum Beispiel wie. Denn Allah subhanahu wa ta'ala erzählt uns im Koran,
über seine Eigenschaften entsprechend dem menschlichen Verstand. Wir glauben sie, wie sie sind, wie gemäß Imam Malik rahimahullah sagte. Als ihn jemand über Al-Istawa fragte, sagte er, Al-Istiwa ist bekannt. Wie, das Wort wie, ist unbekannt. Glaube daran ist Pflicht. Und nach dem Wie zu fragen ist Bid'ah. Dann bat er den Mann zu gehen, weil er Mubtadi' war. Ihr Scheich, nämlich Al-Habashi, sagte, das Wort des Koran, das war das erste, nämlich Istiwa, was er behauptet hat. Nächster Punkt ist, Ihr Scheich sagte, das Wort des Koran wurde von Jibril a.s. geschaffen. Und der Koran ist nicht die Rede Allahs. Und wenn du das nicht glaubst, dann schau in Idhar al-Aqida al-Sunniyya, das ist ihr Buch, Seite 59. Wahrlich, diese Vorstellung ist keine neue Vorstellung, die mit der er hochkam. Er folgte nur den Imamen des Dalal, des Irreführens. Diese Vorstellung ist nicht etwas Einfaches, das wir vergessen können. Denkt nur darüber nach, meine Brüder und Schwestern. Wenn wir sagen würden, dass Al-Quran nicht Allahs Wort wäre, würde dies bedeuten, dass es das Wort von jemand anderem sei. Und das heißt, dass es Fehler haben könnte. Sehen wir in die Geschichte, wo diese Vorstellung aufkam, werden wir bemerken, dass sie den Koran ablehnen wollen. Doch sie können keinen Weg finden, zu beweisen, dass er mangelhaft oder unvollständig ist. Daraufhin kamen sie mit dieser Vorstellung, glauben die Muslimen, dass er nicht das Wort Allah ist, dann kann er unvollständig oder nicht vollkommen sein. Dann können wir etwas ändern, das nicht vollkommen ist. Nächster Punkt ist, Al-Habashi kam mit einigen seltsamen Dingen auf. Er sagte, dass Allah die Fähigkeit zu den meisten Dingen hat, nämlich in dem Buch, kannst du das nachlesen, Idhar al-Aqida al-Sunniyya, Seite 59. Er stellte den Menschen diese Frage. Ist Allah zu sich selbst fähig oder nicht? Diese Frage stellte er. Ist Allah zu sich selbst fähig oder nicht? Glaubt ihr, meine Brüder und Schwestern, dass Imam al-Shafi'i glaubte oder fragt er, rahimahullah, solche Fragen, wie es al-Habashi tat? A'udhu billah. Nächster Punkt. Er, al-Habashi, ermutigte die Leute, zu den Gräbern zu gehen und um Hilfe von den Toten zu bitten. Er erlaubte auch dann, Schutz von anderen zu suchen, außer von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das findest du in seinem Buch oder in ihren Büchern. Das Buch heißt Ad-Dalil al-Qawim. Seite 173 oder im Buch Al-Bariyat Al-Talib Seite 8 oder in seinem Buch Sahih Al-Bayan Seite 57 bis 62. Er sagte auch, Al-Awliya kommen aus ihren Gräbern, um die Bedürfnisse der Leute zu erfüllen und gehen dann zu ihren Gräbern zurück. Glaubt ihr, meine Brüder und Schwestern, dass Imam al-Shafi'i diesen Müll, was wir gehört haben, wirklich geglaubt hat? Und nächster Punkt ist, er ist Jabiri, er sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Kuffar bei ihrem Kuffar hilft. Würde Allah ihnen nicht helfen, wären sie kein Kuffar. Und wenn du das sehen möchtest, dann lese in seinem Nahj al-Salim, das Buch heißt Al-Nahj al-Salim, Seite 67. Und nächster Punkt ist,
In der Angelegenheit des Iman sind sie Murji'a. Sind sie Murji'a. Denn sie sagen, dass der Iman nur Aussage ohne Taten ist. Das heißt, Iman ist nur Glaube. Er setzt Abu Bakr und Abu Jahl gleich. Denn beide glaubten oder glauben an Allah. Jeder, der an Allah glaubt, ist Mu'min, ob er betet oder nicht, ob er die Säulen des Islam erfüllt oder nicht. Und das findest du in Ad-Dalil al-Qawim, Seite 7, und in Bariyat al-Talib, Seite 51. Und nächster Punkt auch, er versucht die Zustimmung der Schia zu bekommen, indem er viel über die Fitna spricht, zwischen den Gefährten, nämlich Sahaba vorkam. Und er beschimpfte Muawiyah radiallahu anhu sehr. Und er sagt, dass er in die Hölle kommen werde. Und er erwähnte viele Schia-Geschichten über Muawiyah radiallahu anhu wa arda. Auch Al-Habashi glaubt, dass Allah ohne Weisheit das Universum schuf und die Gesandten sandte. Und dass wer eine Handlung Allahs mit Weisheit verbindet, ein Muschrik ist. Und er erlaubt auch Al-Riba. Und Al-Habashi erlaubt, mit Najasa Unreinheiten zu beten. Siehe Bariyat al-Talib, Seite 99 bis 100. Und er erlaubte, mit dem Glaubensverweigerer zu spielen, nämlich um Geld, um die Nachbarn zu bestehlen, wenn sie keine Muslime sind. Findest du auch in seinem Buch, in Sharih al-Bayan, Seite 133. Und er beschimpfte die Rechtsgelehrten, angefangen mit den Gefährten, besonders Muawiyah radiallahu anhu. Siehe Izhar al-Aqidah al-Sunniyah, Seite 182. Hört einige seiner Kassetten wie Kassette Nummer 13, um zu sehen, was er über Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagt. Siehe auch in al-Majallat al-Sunnah. Siehe, was er über Imam al-Dhahabi sagte. Er sagte, dass er eine niederträchtige Haltung habe, Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab Mörder und Kafir sei. Und Sayyid Sabiq sei Majus und Kafir. Sayyid Qutb sei einer der Köpfe der Al-Khawarij. Er sei Kafir. Das alles verbreitet er in seinen Werken. Allem voran stellen wir fest, meine Brüder und Schwestern, dass Al-Habashi schlimme Menschen wie Ibn Arabi verteidigt, dessen ganzes Buch Zeuge für seinen Unglauben ist. Denn er sagt über Allah, dass niemand sagt, selbst die Juden und Christen. Diese Informationen, meine Brüder und Schwestern, vergaß es zu erwähnen, dass ich diese Informationen aus dem ersten Teil der Bücher von Sheikh Abdurrahman al-Dimashqiyah entnommen habe. Kommen wir zu einigen Fatawa von Al-Habashi, Abdullah al-Harari al-Habashi. Er sagt, dass der erste Blick auf eine fremde Frau sei erlaubt, selbst wenn er zu lange Zeit dauert. Das findest du in Burat al-Talib, Seite 224 bis 287. Wie du weißt, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der erste Blick ist für dich, und der zweite ist gegen dich. Oder wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Dass dies bedeutet, wenn du durch Zufall eine fremde Frau siehst, das bedeutet das. Nicht, dass du den ersten Blick und dann genießt du das. Aus Zufall, so ist dies keine Sünde. Doch machst du weiter, das heißt mit Absicht, was nicht erlaubt ist. Doch siehe, was Al-Habashi mit dem Hadith spielt. Er erlaubte einer Frau auch, ihr Haus zu verlassen, indem sie für fremde Menschen schöne Kleidung trägt und Parfum benutzt, um ihren Augen schön zu zeigen.
Das findest du auch in Sarih al-Bayan. Er ist auch ein Anhänger von Benutzen von Magie. Und sie pflegten sie bei ihren Anhängern anzuwenden, damit sie ihnen widerspruchslos folgen. Sie benutzen Tabletten zu diesem Zweck. Sheikh Abdurrahman al-Dimashqiya, barakallahu fihi, aus diesem Buch, ich diese Information habe, sagte, einer der Habashi drohte mir, wenn ich weiter über sie sprechen würde, würden sie Magie gegen mich anwenden. Und er, Sheikh Abdurrahman, sagte, Allah wird mich von ihnen beschützen, insha'Allah. Allah Ta'ala sagte im Koran al-Karim, doch können sie damit niemanden schaden, außer mit Allahs Erlaubnis. Al-Habashi täuschte vor, dass er den Ring des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat. Und er zeigt ihn den Menschen und sie springen, um ihn zu küssen. Die Ahbash singen und tanzen auf ihren Ferien mit solchen unbegleiteten Frauen, ungeachtet dessen sagten sie, Allah habe ihnen Karamat gegeben. Sie haben auch eine große Maestro-Gruppe, nämlich Orchester oder Orchester, wie James Last. Sie singen und tanzen mit Frauen und sie benutzen es, um Allahs zu beten. Und sie sagen, dass dies islamische Musik sei. Bist du daran interessiert, sie zu sehen? Geh in irgendeine Videothek im Libanon und frage danach. Al-Habashi teilte die islamische Mittel in Tatsachen, Scharia, nämlich inneres Batin und äußeres Zahir. Er täuschte vor, dass er sein Wissen von Allah bekommt. Doch durch einige Arten des Wissens, dessen Namen Al-Ilm, Al-Ilm al-Ladini ist. Er täuschte auch vor, dass er Al-Khudair und einige anderen Scheichs in ihren Gräbern trifft. Und er erzählt ihre Versprechung von ihnen. Er glaubte auch, dass sie, nämlich die Leute, die sie gewöhnlich treffen, die Fähigkeit und Kontrolle über das Universum haben. Gemäß ihren Stufen halten einige die Erde, andere kennen das Verborgene. Glaubst du, mein lieber Bruder und meine liebe Schwester, diesen Müll? Mach dir keine Sorgen. Gemäß Imam al-Shafi'i, rahimahullah, wird jemand am Morgen Sufi, wird er am Abend dumm sein, sagt Imam al-Shafi'i. Und auch niemand wird 40 Tage bei Sufi bleiben, ohne dass er seinen Verstand verliert. Siehe Zablis Iblis, Seite 371. Meine lieben Brüder und Schwestern, er glaubt mit seinen Anhängern an die Rifa'i Tariqa und versucht sie zu verbreiten. Vergiss nicht, dass die Rifa'i Tariqa wie die Schia an die 12 Imame glaubt. Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich die Ahbash und der Koran. Al-Habashi hat das Wort Allahs in zwei Kategorien geteilt. Erstens das Wort, das weder Ton noch Buchstabe ist. Zweitens das ausgesprochene und geschriebene Wort, das das Wort Allahs äußert, doch in Wirklichkeit von Jibril ist. Auch das kannst du nachlesen in إظهار العقيدة السنية Seite 58 bis 59. Die Ahbash glauben, dass Allah Ta'ala in ewig andauernde Worten spricht, die keinen Anfang oder Ende haben und nicht aus fortlaufende Buchstaben oder Verkündigungen verfasst sind, die einzeln oder verbunden sind. Sie glauben, dass es eine Selbstdiskussion ist, in der Allah mit sich selbst spricht. Denn nach ihrer Meinung sind die Worte Allah keine Sprache, keine Buchstabe oder Ton. Während dieses Argument zusammenhanglos ist und der Koran von dem Moment seine Offenbarung in Buchstaben und Teilen offenbart worden ist, wie auch mit den Worten unseres edlen Propheten sallallahu alaihi wasallam unterstützt. Allah hat den Koran in drei Teilen geteilt, in Sahih Muslim. Er sagte auch, dass Selbstsprechen
Allahs, das weder einen Buchstabe noch eine Sprache ist, ist das wahre Wort Allah. Der Koran jedoch, der aus Buchstaben und Worten verfasst ist, ist geschaffen, doch kann als das Wort Allah beschrieben werden. Siehe An-Nahj al-Salim, Seite 26. Diese Worte unterscheiden sich vom Glauben der Ahl-Sunnati wal-Jama'a und werden von ihnen nicht unterstützt. Jedoch stimmt es mit den Worten der Jahmiya und der Mu'tazila überein. Die sagen, dass der Koran, der das Wort Allahs ist, geschaffen ist. Wir fragen und wir haben ein Recht zu fragen. Wer von unseren Rechtsgelehrten oder rechtschaffenen Vorfahren sprach in diese Ausdrücke? Was haben Al-Shafi'i, Ahmad, Abu Hanifa und Malik gesagt? In der Tat, die Wahrheit, offensichtlich wie die Sonne am Mittag, ist, dass die rechtschaffenen Vorfahren sich von den Ahbash unterscheiden. Abdullah bin Ahmad ibn Hanbal sagte uns, dass sein Vater, der Imam der Leute des Sunna, rahimahullah, der Jabal al-Sunna wird gesagt, wer auch immer die Überlieferung berichtet oder von Kalam spricht und sich weigert abzulehnen, dass der Koran geschaffen ist, ist ein Jahmi, sagt wer? Imam Ahmad rahimahullah. Al-Ghumran sagte, dass die rechtschaffenen Vorfahren alle sagen, dass der Koran das Wort Allahs ist und ist nicht geschaffen. Die Folter von Imam Ahmad rahimahullah von Seiten von Al-Mu'tazila über 10 Jahre lang war nur aufgrund seines Beharrens darauf, dass der Koran das Wort Allahs und nicht geschaffen ist. Diese gefährliche Rede, meine Brüder und Schwestern, werde von einer Gruppe Schnurken nicht arabischen Ursprung eingeführt, wie von Ibn al-Jawzi berichtet. Eine Gruppe nicht arabischen Ursprung, die versuchen, Unfrieden zu verbreiten, kam nach Bagdad oder Baghdad, so erhoben sie sich selbst auf die Position von Theologen und Lehrern und sagten in ihren Vorlesungen, dass Allah keine Worte auf dieser Erde hat. Und ist der Koran nur Papier? Sie sagten dann, welche Reihe von Regelungen behauptet, dass der Koran aus Buchstaben und Wahrheit verfasst wurde? Es ist nur das Wort Jibril. So sagten sie, es ist nur das Wort von Jibril. Das findest du in Sayyid al-Khatir, Sayyid al-Khatir, Seite 181 von Imam Ibn al-Jawzi. Kommen wir zu der Haltung von Abdul Qadir al-Jilani. Seine Aussage über oder zu dem Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Abdul Qadir al-Jilani rahimahullah sagt, wir glauben, dass der Koran aus verständlichen Buchstaben und hörbaren Tönen verfasst wurde, sodass der Stumme durch ihn sehen und sprechen kann. Und wer auch immer dies verneint, steigert seine Schande und blendet seine Sicht. Selbst Asharis, meine Brüder und Schwestern, und die Maturidis glauben, dass der Koran das Wort Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und der Imam sagte durch Imam al-Tahawi, der mit Respekt über das Wort Allah spricht, von ihm beginnt es ohne ein Wie. Und um diejenigen zu widerlegen, die sagen, dass das Wort Allah eine einzige Bedeutung hat, die nicht zu hören ist, sagte er, es wird von Mauthuri unterstützt, dass Allah Ta'ala sprechen wird, wann er will, solange er will und wie er will und dass die Art des Sprechens alt ist.
Daher sehen wir, dass die Ahbash gegen die Leute der Ahl-Sunnah wal-Jama'a und der rechtschaffenen Vorfahren gegangen sind, indem sie sagen, dass der Koran nicht das Wort Allahu Ta'ala ist. Meine lieben Brüder und Schwestern, die Ahbash sind von der übereinstimmenden Meinung der Rechtsgelehrten, besonders der Schafi'i-Schule, von deren religiösen Regelungen abgewichen. Und einige dieser Regelungen werden wir darlegen, inshallah. Al-Habashi hat seinen Anhängern erlaubt, von Nichtmuslimen zu stehlen. Er wurde einmal hinsichtlich von Menschen gefragt, die einen Bauernhof haben und deren Nachbarn nicht Muslime waren, ob es zulässig sei, das Vieh und Produkte der Nichtmuslime zu stehlen. Er erlaubte es, dies zu stehlen, unter der Bedingung, dass dies nicht zu Ungerechtigkeit führt. Subhanallah al-Adim. Zu Ungerechtigkeit. Das findest du in Kassette 1009, Seite B. Und was ihre Regelung hinsichtlich des Zakats, Pflichtabgaben, die ein Recht für die Armen auf den Wohlstand der Reichen ist und ihren Wohlstand reinigt, die Ahbash betrachten Zakat für Papierwährung, wie sie heute benutzt wird, als nicht erforderlich. Da dies nicht in den folgenden Worten Allah subhanahu wa ta'ala enthalten ist. Derjenige, die Gold und Silber hörte. Und Abdullah al-Habashi sagt, es gibt kein Zakat für andere Wohlstand als für Gold und Silber. Das findet man auch in Al-Baghiyat al-Talib, Seite 68. Und was Frauen anbetrifft, in einem Interview zwischen Al-Majalla Magazin und einer Anzahl von Ahbash-Führern, nämlich Nazar Al-Halabi, der Mann, ich glaube, der ist nicht mehr am Leben, sie wurden hinsichtlich ihrer besonderen Ansicht über Frauen gefragt. Ihre Antwort war, wir betrachten die Frauen als ein Glied der Gesellschaft. Und die Zeit ist für die Frau gekommen, dass ihre Muschelschale herauszukommen und der Gesellschaft selbst gegenüber zu stehen. Und es obliegt dem Mann nicht, immer nach ihren Interessen zu sehen. Al-Habashi sagte auch, wisse, dass eine Frau, die mit Parfüm ausgeht, während sie anständig gekleidet ist, für die Reinheit unerwünscht ist, doch nicht verboten. Es wäre jedoch eine Sünde, wenn die Frau dadurch beabsichtigt, die Männer in den Unglaube zu locken. Geht sie jedoch aus, parfümiert oder auffällig gekleidet, während sie verdeckt, was von ihrem Körper zu verdecken verlangt wird, ohne unanständige Absicht, dann liegt darin kein Schaden, außer die Beeinträchtigung der Reinheit. Das heißt, sie ist nicht ungehorsam. Wir sagen, der Islam hat den Frau erlaubt, ihr Haus zu verlassen, um Arbeiten zu verrichten, die niemand anderer für sie tun kann. Er hat ihr auch erlaubt, das Haus zu verlassen, um Wissen zu erwerben, wenn es ihr nicht möglich ist, dieses Wissen zu Hause zu erlangen. Vielleicht ist ihr Gebet in der Moschee die beste Angelegenheit, ihr Haus zu verlassen, obwohl ihr Gebet zu Hause besser ist, als in der Moschee zu beten. Doch nach wie vor hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam der Frau verboten, aus dem Haus zu gehen, während sie Parfüm trägt, indem er sagte, geht eine Frau von euch in die Moschee, soll sie kein Parfüm tragen oder berühren. Er sagte auch, jede Frau, die einen Duft angelegt hat, soll nicht bei uns anwesend sein bis zum letzten Gebet. Meine lieben Brüder und Schwestern, es war eine kleine Einführung
wie die Geschichte entstanden ist, aber auch einige Einsicht in ihren Glauben, aber auch einige Rechtsgutachten, wie sie mit der Religion spielen und sich verstecken hinter bestimmte Rechtsschulen. Das alles ist eine verdeckte Lüge, die man nicht mit der Religion übereinstimmen, die ihm nicht mit der Religion übereinstimmt. Zusätzlich, meine Brüder und Schwestern, lasst euch nicht blenden, wenn sie sagen, dass sie von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Denn das, was wir gehört haben, ob es jetzt das Grundsatzglauben, nämlich Al-Aqidah, oder aber auch Al-Fatawa, die sie praktisch produzieren, hat mit Ahlus Sunnah wal Jama'ah nichts zu tun. Besonders der Grundsatzglaube Al-Aqidah hat mit Ahlus Sunnah wal Jama'ah nichts zu tun. Vielmehr haben wir gehört, da ist Al-Irja' dabei, Al-Mu'tazila ist dabei, es ist auch Al-Qadiriya dabei, einen undurchsichtigen Aqidah, die mit vielen Philosophie bestückt ist, die mit der Ahlus Sunnah wal Jama'ah nichts zu tun hat. Auch weiter, meine Brüder und Schwestern, möchte ich euch ans Herz legen, nicht an diesen Räume zu gehen, denn das, was sie verbreitet haben, haben wir gerade eben durch einen kleinen Einblick gehört, wie zum Beispiel Licht des Islam oder andere ähnlichen Räume. Zu den anderen Sekten kommen wir, zu den Al-Khawarij, wie zum Beispiel diese Information Islam. Da werde ich ausführlich, inshallah, über die Entstehung der Al-Khawarij dann berichten und der heutigen Al-Khawarij und der Unterschied zwischen ihnen. Das werde ich, inshallah, am Samstag machen, so Allah will. Meine Brüder und Schwestern, seht das als eine Information, eine Bereicherung für uns alle. Diese Aufnahmen werden, inshallah, veröffentlicht. Kann jeder dran, kann jeder sie runterladen. Er kann auch, wenn er in der Lage ist, zu kontrollieren. Ich habe die Quellenangabe auch angegeben und jeder kann sie nachprüfen, sodass wirklich, was gesagt wurde, wahrheitsgemäß und keine Lüge über jemanden hier erzählt wird. Und da legen wir einen großen Wert. Meine Brüder und Schwestern, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns Standhaftigkeit in seiner Religion gibt, dass er uns unser Wissen vermehrt und unser Wissen segnet und dass wir aus diesen bescheidenen Worten, die eben gesagt wurden, auch Nutzen, inshallah, davon nehmen können. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan für eure aufmerksames Zuhören und möge Allah subhanahu wa ta'ala alle Muslimen rechten.